Es begann alles mit einem alten, vergilbten Buch, das ich auf dem Dachboden meiner verstorbenen Großmutter gefunden hatte. Versteckt unter einem Haufen staubiger Kisten, als wäre es darauf bedacht, nicht entdeckt zu werden. Das Leder des Einbandes war abgenutzt und die Seiten rochen nach altem Papier und Geheimnissen. Der Titel war in einer Sprache geschrieben, die mir fremd war. Die Seiten, auf denen Skizzen von bizarren Kreaturen festgehalten waren, die halb Mensch, halb Igel waren, faszinierten mich jedoch auf eine Weise, die ich nicht erklären konnte. Ich hätte es dabei belassen sollen, es als Kuriosität oder Unfug abtun und weiterziehen sollen. Aber die Neugier, dieses mächtige, manchmal verhängnisvolle Gefühl, trieb mich dazu, mehr zu erfahren. Ich begann, das Buch zu studieren, lernte die Sprache, entzifferte die Anweisungen. Als ich immer tiefer in das Buch eintauchte, entdeckte ich Anweisungen für ein uraltes Ritual, das die Essenz eines Menschen mit der eines Igels vereinen konnte. Die Beschreibungen waren so detailliert und bildlich, dass ich die Transformationen beinahe vor meinem inneren Auge sehen konnte. Die Menschen-Igel-Hybriden, die das Ergebnis dieser Verwandlung waren, besaßen die stachelige Haut eines Igels, die sich perfekt über ihre menschlichen Züge legte. Ihre Augen waren groß und ausdrucksstark, gefangen zwischen der Welt ihrer menschlichen Seele und der wilden Instinkte eines Igels. Angetrieben von einer Mischung aus wissenschaftlicher Neugier und einer dunklen Faszination, begann ich, das Ritual vorzubereiten. Die Zutaten waren ebenso exotisch wie makaber. Ein Herz, das bei Vollmond gesammelt wurde. Die Asche eines Liebesbriefs, der nie beantwortet wurde. Und Tränen, die aus echtem, tiefen Verlust gewonnen wurden. Jedes Element fügte dem Ritual eine Schicht von Macht und Geheimnis hinzu, die ich sowohl begehrte als auch fürchtete. Die erste Verwandlung, die eines streunenden Katers in einen Igel, war ein Zeichen dafür, dass ich den Punkt ohne Wiederkehr überschritten hatte. Seine Verwandlung war abrupt und verstörend. In einem Augenblick ein miauendes Tier, im nächsten ein stacheliges Igel-Katze-Mischwesen, das mich mit Augen voller Verwirrung ansah. Ich war erschüttert, aber auch fasziniert von der Macht, die ich entfesselt hatte. Mein erstes menschliches Opfer war ein Eremit, ein Mann, der am Rande der Gesellschaft lebte und von niemandem vermisst werden würde. Die Nacht, in der ich das Ritual durchführte, war von einem unheilvollen Mond beleuchtet, der die Welt in ein gespenstisches Silber tauchte. Als die Transformation begann, konnte ich sehen, wie sich seine Haut veränderte, wie Stacheln aus seinem Fleisch sprossen, seine Statur sich bückte und seine Zähne sich verfeinerten. Doch sein Blick, in dem sich Angst, Schmerz und schließlich eine tiefe Verwirrung spiegelten, verfolgte mich. Mit jeder weiteren Verwandlung wurde ich geschickter, doch die Folgen wurden immer unheimlicher. Die Igelmenschen, die ich erschaffen hatte, waren weder Mensch noch Tier, gefangen in einem Dasein, das sie nicht verstehen konnten. Ihre Stacheln waren schärfer als die eines gewöhnlichen Igels, ihre Bewegungen waren eine bizarre Mischung aus menschlicher Grazie und tierischer Schnelligkeit. Sie konnten nicht sprechen, doch ihre Augen drückten eine tiefe Traurigkeit aus, die mich in den Grundfesten erschütterte. Eines Nachts, als die Grenze zwischen den Welten dünn war, kamen sie zu mir zurück. Jedes meiner Opfer, Mensch und Tier, stand vor mir. Ein stummer Vorwurf in ihren Augen. In diesem Moment erkannte ich die ganze Grausamkeit meiner Taten. Ich hatte nicht nur die Grenzen der Natur überschritten,
sondern auch die Seelen unschuldiger Wesen gefangen genommen und in etwas verwandelt, das niemals hätte existieren dürfen. Als die Schatten der Nacht sich um mich schlossen, wusste ich, dass es kein Entkommen gab. Die Igelmenschen, meine Schöpfungen, waren das Letzte, was ich sah, bevor die Dunkelheit mich vollständig umhüllte. Ihre stacheligen Silhouetten verschmolzen mit den Schatten. Ihre Augen leuchteten wie Sterne in der Finsternis, die mich jetzt verschlang. In diesem Moment der Erkenntnis, umgeben von den Kreaturen meiner eigenen Schöpfung, verstand ich die tiefe Ironie meines Schicksals. Ich hatte versucht, die Natur zu beherrschen, doch letztlich war es die Natur, wild, unberechenbar und unaufhaltsam, die über mich triumphierte. Die Igelmenschen näherten sich mir, ihre Bewegungen fließend und doch zögerlich, als ob sie sich ihrer eigenen Existenz unsicher wären. Ihre stacheligen Körper berührten mich nicht, doch ich spürte ihre Anwesenheit, eine kalte, beklemmende Aura der Verzweiflung und des Verlustes. Es war, als ob sie mich anklagten, nicht nur für ihre Verwandlung, sondern auch für die Einsamkeit und das Elend, das ich ihnen aufgebürdet hatte. In den Tagen, die folgten, wurde mein Haus zu einem Ort der Stille und des Schweigens. Die Menschen mieden es. Geflüsterte Geschichten über die unheimlichen Kreaturen, die in den Schatten lauerten, machten die Runde. Niemand wagte es, die Schwelle zu überschreiten. Und so blieb ich gefangen in meinem eigenen Schaffen, umgeben von den Igelmenschen, die mich sowohl verabscheuten als auch benötigten. Ich versuchte, das Ritual rückgängig zu machen, doch das Buch bot keine Antworten, keine Lösungen. Die Seiten, einst so faszinierend und verlockend, schwiegen nun in grausamer Gleichgültigkeit. Meine Versuche, mit den Igelmenschen zu kommunizieren, blieben erfolglos. Sie verstanden mich nicht oder wollten es vielleicht auch nicht. Ihre Welt war eine andere geworden, eine Welt des Schweigens und des Schmerzes. Und ich war derjenige, der sie dorthin verbannt hatte. Mit der Zeit begann ich, ihre Sprache zu verstehen. Nicht die Worte, denn sie hatten keine, sondern die tiefe, unausgesprochene Kommunikation ihrer Blicke, ihrer Gesten. Ich sah ihre Traurigkeit, ihre Verzweiflung, aber auch Momente einer seltsamen Art von Schönheit, wenn sie im Mondlicht spielten, ihre Stacheln glänzend wie Silber. Es waren flüchtige Momente des Friedens in einer Welt, die aus den Fugen geraten war. Doch die Schuld und das Wissen um das, was ich getan hatte, ließen mich nie los. Ich war gefangen in einer Zwischenwelt, nicht mehr ganz Mensch, noch nicht Teil ihrer neuen tragischen Existenz. In den späten Stunden der Nacht, wenn das Flüstern der Igelmenschen die Stille durchbrach, fragte ich mich, ob dies die Hölle war. Eine Hölle meiner eigenen Schöpfung, ein ewiges Gefängnis für eine Seele, die zu weit gegangen war. So endet meine Geschichte. Ein dunkles Kapitel über Hybris und die unerwarteten Folgen unserer tiefsten Wünsche. Eine Warnung an jene, die glauben, sie könnten die Natur nach ihren Willen formen. Die Welt der Igelmenschen ist meine Schöpfung, doch ihre Augen, voller Schmerz, Verlust und einer unerwarteten Schönheit, sind nun der Spiegel meiner eigenen Seele.